Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Sorry für meine Stimme, aber ich bin sehr heiser. Wir haben heute Montag, den 14.11. Wir haben gerade 16.57 Uhr und ich werde heute nicht so viel reden, damit ich meine Stimme schone und nicht, dass ich dann anfange extrem zu husten. Also heute machen wir die Aurora-Falter und ich weiß noch immer nicht, ich kann es so schlecht erkennen. Wie gesagt, das könnte ich mir nie vorstellen. Die eine Seite von Flügel, aber das sieht so wirklich komisch aus, dass ich nicht sagen kann, was das ist. Ich werde jetzt einfach als Schmetterling ausmalen. Fertig. Dazu nehme ich jetzt zwei richtige Grautöne, sodass ich jetzt mal hier so den Körper mache. So ein grau-weiß, ein bisschen schwarz vielleicht. Und dann, ich habe gesehen, die haben so rot-braun oder orange-braun, so ein bisschen hier seitlich. Deswegen, ich mache jetzt erstmal mit dem Körper. Ich habe hier den hellsten Warmton in grau, das ist 270. Dann nehme ich jetzt den Warm Gray, den dritten, das ist 272. Und ich glaube, ich arbeite Schmetterling für Schmetterling, ist glaube ich besser. Ich konzentriere mich dann lieber, das wollte ich ja immer ausprobieren, dass ich nicht mein Handy runter machen, sondern es einfach ranzoomen mit dem Handy. Das muss ich noch dran gewöhnen, weil ich habe immer das Handy runtergezogen. Jetzt will ich mal versuchen, immer so vom Handy zu zoomen. Vom Handy zu zoomen. Ich erfinde immer neue Wörter. Momentan erwischt mich dauernd irgendetwas. Meine Abwehrkräfte sind auch nicht mehr. So, das war da. Ich glaube, ich muss ein bisschen rauszoomen, ein bisschen zu nah. So. Dann nehme ich, ich habe mich für warm grau entschieden. Aber jetzt nehme ich Warm Gray 5, 274.
Jetzt nehme ich Warm Grey 6 275. Nämlich einen schwarzen 199. Jetzt nehme ich Warm Grey 1. Verblende das hier so ein bisschen rein. Ich würde auch gerne jetzt den weißen von Prismacolor nehmen und das nochmal hier so ausblenden. Dann würde ich bei diesem hier gerne Rot und Braun nehmen. Für die Brauntöne habe ich hier 182, das ist Brown Ochre und Bistre mit 179. Und Orange nehme ich, das ist nicht Orange. Habe ich hier Dark Cadmium Orange 115 und Orange Glaze 113. Dann nehme ich jetzt den helleren Braun 182.
Dann nehme ich den dunkleren, nee, dann nehme ich den hellen Orangeton 113 und blende das so in das helle Braun. Sötchen ist gerade nach Hause gekommen. Hi Mike. Oh, ich ganz kurz auf Pause, bin gleich wieder da. So, bin ich wieder da. 113 habe ich gehabt. Ein Schluck auf. Dann nehme ich jetzt etwas dunkleres Orange 115 Dark Cadmium Orange und intensiviere hier so ein bisschen mehr. Kleinen Moment, ich muss Tabs füllen. Ja, was denn? Jetzt hat mein Sohn sich schon reingelassen. Erst raus, dann rein, rein, raus. Und wer es geht hier nicht schnell genug, dann wird gemotzt hier. Nehme ich etwas dunkleres Braun, das ist Bistre 179, tue ich mal ganz kurz anstößen. Und auf den nächsten. Mal alle anspitzen kurz. So dass sie ein bisschen spitzer in der Spitze sind. Dann gehe ich hier
Dann nehme ich wieder den dunkelsten Orange. Dann nehme ich das Hellbraun. Dann nehme ich das hellste Orange 113 und gehe ganz zart hier so drüber. Dann nehme ich nochmal den Weißen von Prismacolor und tue das so wie zusammen verblenden, also die Farben ein bisschen ausblenden, verblenden. Mir fällt das Wort jetzt nicht ein, meine Güte. Dass es einfach so ein bisschen heller wird und die Farben sich ineinander vermischen. Schwarz. Hi Tabia, vorsichtig. Darf ich euch denn? So, hi. Hey, vorsichtig. Tapsel ist hier. Ne? Bist du mein Mäuschen? Tabia? Sie mag die Stimme gar nicht gerade. Ich glaube, ich höre mich für sie richtig komisch an, weil sie guckt mich dann immer so an. Also ganz ehrlich, ich würde das jetzt auch so lassen. Ich auch gar nichts zu verändern. Dann mache ich jetzt diesen zweiten Schmetterling. Da nehme ich keine Orangetöne, dann nehme ich einfach die Rottöne, aber sonst mit allen anderen Farben genauso. Da nehme ich halt dann 117 Light Cadmium Red und 118 Scarlet Red und auch wieder meine Brauntöne und die Grautöne. Ich kann das hier nicht erkennen, was das ist. Ich glaube, ich weiß jetzt, was das ist. Hier ist der Körper und die Flügel sind
Pass auf, ich hole euch mal raus. Guck mal, wenn man das so nimmt, dann muss es so wie eingeklappt so sein. Siehst du, das ist dieser Flügel. Und der Flügel ist so drüber. Und hier, glaube ich, ist ihr Körper. Also das ist die Unterseite dann vom Flügel, also da drunter. Versteht ihr, was ich meine? Dass sie so ist. Wenn das jetzt Flügel, Flügel, so. Und das ist der und da ist der Körper. Meine Güte. Also ich hole euch jetzt wieder ein bisschen rein. Wisst ihr, wie ich das gemerkt habe? Weil ich in meine Handykamera, also im Handybildschirm reingeguckt habe. Und da sah so aus, als ob sie so seitlich ist. Hier. Nie verzweifeln. Also ist bestimmt die Unterseite dann nicht ganz so intensiv, ne? Das ist ja die Oberseite und das ist die Unterseite dann. Ich hoffe, ihr seid gerade jetzt nicht unscharf. Aber jetzt den hellen Braun schon, nicht das dunkelste Grau, also nicht 6, sondern das Braun. Dann würde ich gerne das hellste Rot nehmen, das ist 117 Light Cadmium Red. Und auch ganz vorsichtig, also ganz leicht, ganz wenig Druck. Langsam wird mir wieder etwas warm, weil ich habe vorhin so gefroren. Dann nehme ich jetzt das dunkelrote, das 118 Scarlet Red, und betone hier so ein bisschen
Ich glaube, wir überziehen heute ein bisschen, aber dann haben wir diese Schmetterlinge fertig. Aber ich glaube, es ist ja nicht schlimm, wenn man ein paar Minuten drüber ist, ne? Was ich schade finde, in meinem Schnittprogramm gibt es keine Weihnachtslieder. Und wie man das über YouTube macht, das weiß ich gar nicht, weil ich habe noch nie mit diesem Programm von YouTube geschnitten. Daher muss ich mich auch mal irgendwann mal schlau machen. Weil schade eigentlich bei den Weihnachtsvideos dann, dass ich dann nicht so ein bisschen Weihnachtslieder einspielen kann. Muss mal gucken, wie teuer das ist, wenn ich das kaufe vom Schnittprogramm. Jetzt nehme ich das Dunkelbraun. Irgendwie mag ich die Farben so. Also, dass es jetzt nicht so richtig rot ist. Ich nehme mal jetzt das hellere Rot. Gehe so ein bisschen drüber. Auch hier so. Dass sich das mit dem Braunen ein bisschen so vermischt. Irgendwie mag ich das. Das ist so dieses bisschen schmutzige Rot. Dann nehme ich jetzt nochmal das Scarlet Rot. Wieder daneben ein bisschen gemalt hier. Dann nehme ich hier das dunkelste Grau. Dann nehme ich jetzt wieder Schwarz. Lass es so, nehme jetzt noch Weiß und tue das auch hier so ein bisschen ausblenden, das Ganze. Ich hätte jetzt auch einen Blender nehmen können, dann wäre die Farbe intensiver, aber ich möchte sie ein bisschen abschwächen, dass sie nicht ganz so intensiv ist. Verlängert, wie gefällt es mir gerade, dieses Abgeschwächte nicht zu starke. Nehme ich nochmal schwarz und
glaube, ich lasse es so. Also, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Tut mir leid, wenn ich nicht so viel gesprochen habe, aber es ist für mich angenehmer. Jetzt ist es überbelichtet. So. Und ja, für mich war, wenn ich nicht so viel rede, ist es angenehmer gewesen. Vielleicht könnte ich noch ein paar weiße Highlights setzen. Das habe ich gestern in Blumen noch nie gemacht. So, ich würde das so lassen. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Helene.